dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Entschuldigt den Ton, mein Kater hat mein Mikrofonkabel durchgebissen. Ich habe mir jetzt gerade eben schon ein neues bestellt, aber das kommt erst morgen. Aber ich möchte trotzdem eigentlich diese Videos heute alle drehen. Von daher werdet ihr jetzt ein paar Videos haben, wo der Ton einfach ein bisschen schlechter ist. In meinem Currently Reading könnt ihr mein Entsetzen sehen, wo ich das dann entdeckt habe, weil mir das erst kurz vor dem Videodreh aufgefallen ist. Und ja, ich hoffe einfach, wir kommen so gut zurecht mit dem Ton. Ihr seid bessere Qualität gewohnt. Ich auch. Aber ja, ist halt wie es ist. Heute habe ich einen Tag für euch, nämlich den Follow Your Serious Tag. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, ich bin echt schlecht in Englisch. Zu diesem Tag wurde ich von der lieben Clary Morgenstern getaggt. Ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox. Da verlinke ich euch auch die Fragen und die Bücher, also meine Antworten zu dem Tag. Und der Tag umfasst ganze 8 Fragen so. Ich habe mir 8 Bücher ausgesucht und ich würde sagen, wir starten durch mit der ersten Aufgabe und dem ersten Buch. Und die lautet wie folgt. Welche Reihe war die erste, die du gelesen hast? Ich kann euch das gar nicht mehr so genau sagen, welche jetzt tatsächlich die 100% erste war. Ich schwanke da so zwischen 2 Reihen. Ich habe jetzt aber mal die genommen, von der ich weiß, dass ich sie zuerst beendet habe. Und zwar ist das Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeit von Kerstin Gier. Das kennt ihr bestimmt alle. Eine Reihe, die ich 2012 angefangen habe und 2012 auch direkt beendet habe. Absolutes Lesehighlight immer noch, wenn ich daran denke. Top, top, top. Die Filme sind eher so mau, wie ich finde. Aber das Buch ist einfach absolut der Hammer. Also falls ihr die Filme gesehen habt und vielleicht die Bücher noch nicht gelesen habt, lest unbedingt die Bücher. Sie sind viel besser als die Filme. Da haben die echt Bockmist fabriziert in meinen Augen. Und ja, für mich einfach immer wieder ein schönes Erlebnis, mich an diese Zeit zurückzuerinnern. Das ja, war einfach richtig, richtig toll. Zweitens, welches ist deine längste Reihe? Und das ist ganz einfach zu beantworten, das ist nämlich die Night School Reihe. Wenn ich daran denke, dann, nein, das stimmt gar nicht, nicht die Night School Reihe. Ich verwechsel das immer. House of Night Reihe, genau, die House of Night Reihe ist meine längste Reihe. Sie umfasst 12 Bände plus, ich glaube, 4 Zusatzbände. Oder 3? 4? Ich weiß es nicht genau. Nee, 4. Lenobia, Draken, Kalona und Neferet. Genau, die 4. Gibt es noch zusätzlich, also insgesamt könnte man 16 Bücher haben, plus noch irgendwie 2, 3 andere Zusatzbücher, die es gibt. Ich hatte auch mal so eins. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Bin ich aber auch nicht traurig drum. Und ja, das ist echt meine längste Reihe. Könnt ihr euch sonst aber auch in meinem Bücherregal-Video einmal angucken, wenn ihr sie sehen wollt. Aber ich denke, die meisten von euch kennen die. Nur die stehen jetzt ganz oben und die stehen in einer Reihe, wo ich sie absolut nicht rauskriege. Da müsste ich jetzt alles rausfriemeln, damit ich die da rauskriege, weil es einfach so eng ist. Die sind ja relativ, also die sind ja kleine Hardcover und die habe ich da so reingedrückt, weil sonst dann nur Taschenbücher in diese Reihe passen. Und ich wollte aber dieses Regal eigentlich als Hardcover-Regal lassen und deswegen kriege ich die jetzt da relativ schlecht raus. Aber dadurch, dass ich die schon gelesen habe, brauche ich sie eigentlich auch nicht, außer mal für einen Tag. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, egal. Ich blende euch sonst hier ein ins erste Cover oder irgendwie sowas. Ihr findet schon heraus, wie diese Bücher aussehen, sonst sind sie auch in der Infobox verlinkt. Drittens, welche Reihe sollte nie enden? Und da habe ich mir echt schwer getan. Es gibt viele Reihen, die ich gerne mag und wo ich mir gedacht habe, die sollten nicht enden. Ich habe mich jetzt für eine Buchreihe entschieden, die ich zwar auch sehr hype, aber nicht so extrem wie manche andere Reihe, wo euch wahrscheinlich die Bücher schon zu den Ohren rausquellen, wenn ihr meine Tags seht. Deswegen habe ich mich jetzt mal versucht, ein bisschen kreativer für was anderes zu entscheiden, wobei ich glaube, das ist auch nicht so kreativ. Dieses Buch kommt gefühlt auch in jedem Tag vor. Und zwar habe ich mich für Monday Club, das erste Opfer, entschieden. Das ist der erste Band einer Trilogie. Ich bin jetzt schon sehr wehmütig, dass die Trilogie bald ihr Ende finden wird. Band 2 ist schon erschienen, Band 3 erscheint nächstes Jahr im Frühjahr. Und ja, das tut mir jetzt schon sehr doll in der Seele, wie ich liebe ja solche Mystery-Thrill-Bücher. Wenn ihr Monday Club gelesen habt und es super fandet und gerne was anderes in die Richtung lesen wollt, dann kann ich euch zum Beispiel Herz aus Glas empfehlen. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch, macht sehr, sehr viel Spaß zu lesen. Oder aber auch Night School kann ich euch empfehlen. Oder. Was fällt mir noch ein? Die Insel soll wohl auch in diese Richtung gehen. Isegrim ist auch so ein Buch, was in so eine geschichtlich-Mystery-Thrill-Richtung geht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber dieses Buch hier ist absolut eine Reihe, wo ich mir wünsche, dass sie nie zu Ende gehen wird. Ich habe ja zum Glück noch das Tal von Christina Kuhn. Da bin ich jetzt in der zweiten Season. Könnte ich eigentlich mal weiterlesen.
Viertens, auf welche Fortsetzung freust du dich am meisten? Und da habe ich mir ein Buch rausgesucht, was ich gelesen habe. Ich meine 2015. Und was mich absolut von den Socken gehauen hat, ist für mich ein Buch, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Besonders, weil vielleicht die Aufmachung eher auf ein Kinderbuch schließen lässt, das Ganze aber gar kein Kinderbuch ist. Und zwar rede ich von Der Rhythmatist von Brandon Sanderson. Und Brandon Sanderson ist ein Gott des Schreibens, wie ich das Gefühl hatte, also beim Lesen. Mir hat es absolut gut gefallen. Er hat so eine Mischung aus Historik, Harry Potter und einfach was ganz, ganz Eigenem geschaffen. Und das hat mich absolut abgeholt, hat mich super mitgenommen. Ich war total begeistert von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist auch ein Buch, was super schön illustriert ist. Also man hat vorne eine Landkarte. Man hat immer wieder Zeichnungen zur Erklärung, damit man einfach die Welt besser versteht, weil sie sehr komplex ist. Und das hat mir absolut gut gefallen. Ich bin traurig, dass bislang noch kein zweiter Band erschienen ist, denn dieses Buch hier, ich gucke mal gerade nach, ist erschienen 2015 in Deutschland. Und ich wünsche mir, dass jetzt 2017 der zweite Band rauskommt, aber auf Englisch gibt es ihn halt auch noch nicht. Von daher bin ich zuversichtlich, dass er einfach noch nicht geschafft hat, ihn zu schreiben oder zu beenden. Fünftens, von welcher Reihe lässt du die Finger? Fand ich auch sehr schwierig, weil ich halt geguckt habe und gedacht habe, ja, eigentlich die Bücher, die ich hier habe, möchte ich alle lesen. Ich habe mich jetzt für eine Reihe entschieden, weil ich unsicher bin, ob ich sie tatsächlich lesen möchte. Ich glaube, ich präferiere es eher, sie als Hörbuch zu hören. Werde sie demnach aber auch aus meinem Bücherregal ausmustern, weil ich glaube, ich brauche sie nicht unbedingt. Sie gefallen mir vom Cover jetzt nicht so gut. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss diese Reihe nicht in meinem Bücherregal stehen haben. Und zwar rede ich über Dustlands, die Entführung. Es soll ja eigentlich ziemlich gut sein, sehr eigensinnig, weil es keine wörtliche Rede gibt. Das ist alles in einem durchgeschrieben, es gibt keine Anführungszeichen oder sonstiges. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, die wahrscheinlich als Hörbuch zu hören und dann trotzdem den ersten Band auszusortieren. Bei den dritten gibt es irgendwie schon nicht mehr richtig und als Taschenbuch möchte ich sie nicht, weil, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie sprechen sie mich nicht an vom Cover. Und ich fand das hier bei dem halt schön, der hat so einen Fühleffekt. Es ist so, als wäre da so trockene Erde, wie man das aus Afrika kennt zum Beispiel, diese rote trockene Erde, die so rissig ist, und so ist das hier halt auch gemacht. Das war ziemlich schön an diesem Buch, aber ich glaube wirklich, ich werde das Hörbuch hören und werde trotzdem dieses Buch aussortieren. Also falls ihr irgendwie Interesse dran habt, könnt ihr euch gerne melden. Sechstens, welche Reihe ist dir im Gedächtnis geblieben? Und da habe ich mir jetzt tatsächlich eine Reihe ausgesagt, die auch nichts mit irgendwelchen Lieblingsbüchern oder so zu tun hat. Es ist tatsächlich auch eine Reihe, die ich noch nicht gelesen habe. Ihr fragt euch vielleicht, wie die dann in meinem Gedächtnis bleiben konnte. Das ist ganz einfach. Ich war 2011 irgendwann mal in Thalia. Da habe ich noch nicht so intensiv gelesen, habe mir aber mal aus Jux, glaube ich, Kopfhörer aufgesetzt und da lief ein Hörbuch. Und dieses Hörbuch hat sich so in meine Seele gebrannt und das betrifft halt absolut diese Reihe. Und zwar dreht es sich um Flames and Roses und oh mein Gott, ich habe dieses Hörbuch gehört, ich glaube 3-4 Minuten lang und es hat mir absolut so hammermäßig gefallen, dass ich dieses Buch dann unbedingt haben wollte. Ich habe es lange Zeit nicht gefunden. Irgendwann bin ich dann auf diese Reihe wieder aufmerksam geworden, als ich mich intensiver mit Büchern auseinandergesetzt habe und somit ist das dann hier eingezogen und es hängt mir halt immer noch so nach, dass dieses Hörbuch einfach absolut cool war und deswegen finde ich es eigentlich wahnsinnig traurig, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Ich habe alle drei Bände hier stehen, die habe ich mir so nach und nach zusammengesammelt, das habe ich mir neu gekauft, die anderen beiden irgendwie als Menge Exemplare oder gebraucht. Und eigentlich müsste ich tatsächlich jetzt langsam mal lesen, weil sie so schön sind und sie sich so gut anhören und es mir einfach immer noch im Gedächtnis ist. Und ja, vielleicht hat ja jemand Lust, das Ganze hier 2017 mit mir zu starten. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht können wir uns das ja für Januar 2017, für Februar und März 2017 vornehmen. Dann haben wir die Trilogie nämlich auch beendet. Siebtens, welche Reihe hättest du am liebsten nie begonnen? Das war auch wahnsinnig schwierig und ich habe mich echt schwer getan. Ich habe mich jetzt für eine Reihe entschieden, aber nur aus einem Grund. Und zwar nicht, weil ich die Reihe absolut schlecht finde, sondern weil mich die Reihe nicht überzeugen konnte und ich an dieser Stelle nicht weiß jetzt, ob ich sie weiterlesen will. Und dann ist das halt so dieser Moment, wo ich so denke, oh, hättest du es niemals angefangen, dann hättest du jetzt nicht diesen Zwiespalt, diesen inneren. Es hat mit nichts anderem zu tun. Ich liebe die Aufmachung. Ich
ich mag den Autor auch eigentlich ziemlich gerne. Er hat auf jeden Fall Bücher, die mich mehr von ihm überzeugt haben. Und zwar rede ich von Die Seiten der Welt. Das ist, glaube ich, so ein Buch, entweder man mag es oder man mag es nicht. Kai Meier hat einen sehr extravaganten Schreibstil. Bei Die Sturmkönige mochte ich das absolut gerne. Mit dieser Reihe hat er mich absolut abgeholt. Bei Asche und Phönix konnte er mich nicht so fangen. Und das Gleiche ist mir leider auch bei Die Seiten der Welt passiert. Und nun stehe ich halt in diesem inneren Zwiespalt, dass ich die Bücher absolut hübsch finde. Mir andererseits aber denke, der erste hat dir nicht gut gefallen. Du willst sie eigentlich nicht kaufen. Und das ist dann halt so der Moment, wo ich wirklich in diese Moral komme. Oh, hättest du es nie gelesen, dann hättest du es mal lieber auf deinem Sub gelassen. Dann hättest du dieses Problem jetzt nicht. Und ja, das ist der einzigste Grund. Dazu könnt ihr euch auch gerne mal die Rezension angucken. Ich weiß, das ist wahrscheinlich echt für viele nicht nachvollziehbar ist. Aber ich konnte mit Furia absolut nichts anfangen. Das war für mich eine Protagonistin, die keine Seele hatte und das tat mir sehr in der Seele weh und ja, somit habe ich mich für dieses Buch entschieden, auch wenn es mir echt leid tut. Und die letzte Aufgabe, nämlich Nummer 8. Welche Reihe möchtest du als nächstes beginnen? Und das war auch sehr, sehr einfach. Und zwar habe ich mir rausgesucht Engelsnacht von Lauren Kate. Das ist der erste Band. Das habe ich damals mal in dieser einen Gruppe gekriegt. Wo man jemanden etwas von seiner Wunschliste schenken muss und dann selbst beschenkt wird. Also ein Buch, was man selber zum Beispiel nicht mehr haben möchte, das kann man dann an denjenigen verschenken und dann kriegt man selbst ein Buch zurück. Und ja, dieses Buch steht hier schon eine ganze Weile. Ich habe die komplette Reihe hier stehen. Da kommt jetzt 2017, glaube ich, der Film zu raus. Und ich möchte natürlich das Buch lesen, bevor ich den Film schaue. Und somit ist es auch ein Lesevorhaben von 2017 von mir. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob ich nicht doch schon im Dezember damit durchstarte, damit ich dieses Buch einfach angefangen habe. Ich glaube, man kommt hier ziemlich schnell durch. Ich habe hier auch Teardrop von der Autorin und Waterfall gelesen. Man kam absolut schnell durch. Also von daher habe ich keine anderen Erwartungen Engelsnacht. Sie ist ja so ein bisschen langatmig im Schreiben an manchen Stellen. Ansonsten hat es ein bisschen lange gebraucht, bis die Geschichte in Fahrt kam bei Teardrop. Von daher habe ich jetzt nicht allzu hohe Erwartungen an Engelsnacht, aber ich glaube einfach, dass es mir gefallen kann, dass es absolut das ist, was ich eigentlich gerne lese. Und ja, ich müsste wahrscheinlich einfach mal anfangen. Das Buch ist auch schon von 2010, also es ist schon ziemlich alt, schon fast 7 Jahre alt. Und ja, vielleicht hat da auch jemand Lust, das mit mir zu lesen, bevor der Kinofilm durchstartet. Das fände ich ziemlich cool. Das war's von mir und diesem Tag. Ich tag jetzt noch ein paar Leute, nämlich die üblichen Verdächtigen, also Malle, Helene, Lena, Nini, Jenny von Regenbogengarten, Nico und David von Booktown und Franzi von die Bücherseelen und ich tagge noch Anne Hartz Books, ich tagge Lesen ist meine Therapie, die Nicole, ich tagge den Jakob vom Bookmook, oh mein Gott, jetzt musste ich gerade überlegen, und wen tagge ich denn noch? 273 Books heißt der, glaube ich, so, also Amelie und, wie heißt deine Freundin, ich komme nicht drauf, ihr kommentiert immer so lieb bei mir. Und deswegen wollte ich euch auch mal taggen. Vielleicht habt ihr ja gemeinsam Lust, diesen Tag zu machen und uns zu zeigen, welche Bücher ihr gerne mögt. Und zu guter Letzt tagge ich noch die Lisa von Ex Libris Lisa, die Sabrina von Kapitelchen und die Nina von It All Starts With Harry und Juliet und Steffi. Und oh Gott, es werden immer mehr. Also ich tagge eigentlich gefühlt alle, so wie immer. Amelie und Laura sollen sich und Andi sollen sich natürlich auch getaggt fühlen. Und ja, ich höre jetzt lieber auf. Ihr wisst, ich tagge immer sehr viele Leute. Ich habe versucht, ein paar neue Gesichter zu taggen. Also wenn ihr Jakob von Bookmook noch nicht kennt oder Nicole von Lesen ist meine Therapie oder Kim von Kims Bookland, dann schaut bei diesen Leuten vorbei. Sie sind absolut toll. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Und ja, damit ist dieser Tag nun auch zu Ende. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich auch einen. Ich wurde nämlich, ich glaube, vor ewigen Zeiten mal von der lieben Paddy getaggt. Und diesen Tag muss ich auch machen. Und ja, jetzt ist ja bald schon wieder Dezember und das heißt, es kommen bald ganz viele tolle Videos, so zu beendeten Reihen, zu angefangenen Reihen, zu Reihen und keine Ahnung. Also ihr dürft gespannt sein, das passt jetzt hier noch in diesen Rahmen. Beantwortet die Fragen gerne in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir eure Meinung zu den Büchern, natürlich ohne zu spoilern. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr zu den Büchern wissen wollt, schaut in der Infobox vorbei. Und ja, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Bis bald, meine Lieben. Ciao.